hat meine Haut gemacht. Die Füße haben den Boden nicht mehr berührt. Immer weiter rein. Und dann hat die immer zu hoch, bis unter die Achsel. Bis hier hingezogen. Brauchst du kein Hemd mehr anziehen, bis hier hochgezogen. Das hat geklemmt im Schritt, kann ich dir sagen. Früher fand ich das richtig schön, heute mag ich es ganz gern. Aber früher fand ich es... Nein. Horror war das, Horror. Schrecklich. Raus! So, jetzt werden wir mal... Jetzt kommen wir zur Ruhe. Jetzt... Raus! Nein, natürlich nicht. Spaß. Nee, Spaß. Aber weh, du machst das noch einmal mit der Schubhose. Weh. So, jetzt geht's los. Pass auf. Also, es gibt im Buch so ein paar Sachen, die ersten Male habe ich das genannt. Ich möchte euch natürlich nicht alle vorlesen, sondern nur eine Sache. Ich bin dann irgendwann natürlich eingeschult worden. Guck mal da, so sah ich damals aus. Oh. Also schon zackhaft. Das bin ich wirklich. Also das andere war ich auch. So sah es aus. Süß, ne? Das Kreuz fehlt? Ja, das ist eine klugscheiße Ecke. Was ist das denn hier? Habe ich behauptet, dass es auf allen Fotos war? Nein. Ja, in der Schublade in allen. Das ist ja unfassbar. Es geht alles eine Familie, ne? Ist ja klar. Ja. Also der erste Schultag. Oma war dem Herzinfarkt nahe. Mein Stiefvater reparierte noch schnell den Fotoapparat. Mama fand die Schultüte nicht. Und Onkel Pitt kam nicht vom Klo runter. Ist alles wahr. So soll es sein. Die ganze Familie vermittelt dir Souveränität und Zuversicht, damit du deine eigene Nervosität besser ertragen kannst. Toll. Warum kann nicht einmal alles glatt laufen in meiner Familie? Bei anderen klappt's doch auch. Warum muss bei uns immer das Chaos ausbrechen? Weil es mehr Spaß macht und man weiß, dass man noch nicht tot ist. Ganz einfach. Wir standen irgendwann alle fertig, geschniegelt und gestriegelt, in einer Reihe an der Tür. Onkel Pitt durch die Rache des Herrn Montezuma eher etwas verkniffen. Mama zupfte normal an allen herum und schon machten wir uns auf den Weg. An der Schule angekommen, ging alles drunter und drüber. Ich war wahnsinnig aufgeregt. Hunderte von Kindern rannten durcheinander und brüllten, lachten oder weinten. Mitten in diesem Orkan, quasi im windstillen Auge des Sturms, stand Winnie, den ich sofort in mein Herz schloss und der von da an auf ewig mein Freund bleiben sollte. Ich heiße Ralf, wie heißt du denn? Winnie. Lustiger Name, bist du allein? Nö, meine Oma ist auf dem Klo. Und deine Eltern? Mit meinem Bruder beim Arzt. Hat sich beim Klettern Finger abgerissen. Die nähen ihn aber wieder an. Cool, willst du mein Freund sein? Ja, ist okay. Fertig, so einfach ging das damals. Warum die Leute ums Freunde finden immer so ein Bohai gemacht haben, ist mir bis heute schleierhaft. Danach wurden wir alle freundlich begrüßt und in die Turnhalle gebeten, weil die Direktorin, Frau Popella, eine Rede halten wollte. Raten Sie mal, was für einen Spitznamen Winnie und ich uns sofort, als wir nebeneinander auf den kleinen Stühlen saßen, für sie ausgedacht haben. Richtig, Frau Popella. Nein, natürlich nicht. Kinder denken nur mal so, wie es sich die Erwachsenen nicht trauen oder was sie furchtbar albern finden würden. Und natürlich nannten wir sie heimlich Frau Popel. Und originell wie wir waren, waren wir auch ganz sicher, dass wir die Einzigen waren. Genauso wie wir ein Jahr später übrigens eine Höhle im Wald entdeckt hatten und jeder mal nur dann Zutritt erhielt, wenn er das Codewort unserer A-Bande wusste. Das Codewort war A-Bande. Frau Popel erzählte den zu erwartenden Kram, dass wir alle nun ins Leben einstiegen, bla bla, dass wir uns freuen sollten, bla bla bla, und dass dieser bla bis bla 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 bla. Das habe ich übrigens genauso hier reingeschrieben, bla 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 bla. Aber das kannte ich ja schon von meinen Eltern. Man verstand auch nicht so gut, was sie sagte, weil die Halle tierisch hallte, wodurch klar sein dürfte, wie dieser Gebäudeteil zu seinem Namen gekommen ist. Die ganze Rede hörte sich so an, als ob Frau... da hinten, oh. Die ganze Rede hörte sich so an, als ob Frau Popel alles ganz schnell dreimal hintereinander ins Mikrofon gesprochen hätte. Und Oma fragte ständig, was hat sie gesagt? Und wieso wiederholt sie alles, Herrgott, nochmal? Onkel Pitt, wir saßen da alle in einer Reihe, bekam mit der Zeit einen deutlich gequälteren Gesichtsausdruck. Irgendwann hielt er es nicht mehr aus und wühlte sich unter unaufhörlichem, entschuldigen Sie, durch die Reihe. Er saß leider genau in der Mitte und verschwand für ein paar Minuten. Als er wieder zurückkam, fragte Oma, wo er denn schon wieder gewesen wäre, er würde ja alles verpassen. Und er versuchte ihr durch die Blume zu erklären, dass er mal gemusst hat. Die anderen Menschen in unserer Reihe kriegten das natürlich überhaupt nicht mit, weil Oma so angemessen leise sprach. Du musst mal? Warum bist du denn nicht zu Hause gegangen? Das bin ich doch, Mensch. 30 Mal. Und du musst immer noch? Na, deine Verdauung möchte ich haben. Möchtest du nicht? Ich kann das nicht kontrollieren. Das kenne ich. Das mit dem Schließmuskel ist im Alter so eine Sache. Das wollte nun wirklich keiner hören. Selbst Winnie und ich nicht. Mama schon gar nicht, die sich so hinsetzte, als ob sie mit uns nichts zu tun hätte. Die Großmutter von Winnie, die leider sehr schlecht hörte, interessierte das Thema aber umso mehr. Sie brüllte zu meiner Oma rüber, der Schließmuskel funktioniert nicht mehr richtig, das kenne ich auch. Frau Tappe von gegenüber rutscht sogar immer ein Stück der Darm raus. Furchtbar unangenehm muss das sein. Es ist wirklich so passiert. Tja, wie das Schicksal so spielt, hatte Frau Direktor Popel unmittelbar vorher eine Kunstpause gemacht. Und die Turnhalle, Sie erinnern sich, hallte wieder Petersdom. Ich glaube nicht, dass alle gehört haben, welche Probleme Frau Zappe mit ihrem Rektum hatte, aber fast alle. Die Direktorin zumindest bekam nur mit, dass da jemand nicht aufpasste und bedauerte es sichtlich zutiefst, dass man unaufmerksame Eltern nicht ins Klassenbuch eintragen konnte.
Ach so, interessiert es Sie noch, wie es weiterging? Okay, im Zeitraffer, sonst dauert das ja alles viel zu lange. Klassenbesichtigung mit über Bauklötzchen in der Spielecke fallende Omas. Kennenlernen der eigenen Klassenlehrerin, die sehr nett war, aber keine Augen hatte. Nicht, weil sie die verloren hatte, sondern weil sie sie beim Grinsen so eng zusammenpresste, dass man sie nicht mehr sehen konnte. Die Augen, nicht die ganze Lehrerin. Und sie grinste eigentlich die ganze Zeit, wirklich. So. Dann große Verabschiedung, bei der mich Frau Direktor Popel so wissend ansah, was mich damals schon hätte stutzig machen sollen. Fahrt nach Hause, mit mehrmaligem Anhalten mit Onkel Pitt in einem China-Restaurant, dann in einem Kiosk, kurze Zeit später fast in eine öffentliche Toilette, die aber leider kaputt war und schließlich hinter einem Baum austreten konnte. Endlich wieder zu Hause, Kaffee und Kuchen. Mama nervt tierisch, weil ich alles nochmal erzählen muss. Totaler Blödsinn. Oma fand das Theaterstück, sie hatte da wohl was falsch verstanden, ziemlich mittelmäßig. Die Hauptdarstellerin wäre unglaublich schlecht gewesen. Die hätte so genuschelt. Am nächsten Tag Schulbeginn. Leider ohne mich, weil ich krank war. Ich hatte Schließmuskel. Also, es ist ja so, ältere Menschen, jetzt ins gesetzte Alter kommen, die neigen ja schon mal dazu zu sagen, dass sie diese ganzen technologischen Fortschritts, Schnick, Schnack, den ganzen Kram nicht wollen. Ne? iPods, iPads, iPhone und so weiter, Hauptsache Eier, die wollen das alles nicht haben. So, Mama auch. Mama hat auch immer gesagt, wieso, warum, ach komm, Mama hat gesagt, nee, ich will kein Handy zum Beispiel. Meine Mutter wollte nie ein Handy, haben ja gesagt, ich brauche keins, das ist moderner Schnickschnack, das ist morgen alles wieder vorbei. Klar, wir haben ja alle wieder Telefonzellen parat, gehen alle wieder in den Telefonzellen, man braucht, das heißt, nein, natürlich nicht, wir haben alle ein Handy, Mama braucht da auch eins. Ich habe immer gesagt, du kriegst jetzt eins und hab ja einfach eins geschenkt. Aggressives Schenken nenne ich das. Das müsst ihr mal versuchen, das klappt wunderbar zu Weihnachten, da kann man sich nicht wehren, da muss man sich freuen. Das ist großartig. Meine Mutter macht das seit Jahren mit mir, ich habe mich einfach mal gerecht. Herrlich. So, meine Mutter hat also ein Handy bekommen. Jetzt ist es so bei älteren Herrschaften, das ist ganz toll, müsst ihr mal drauf achten, das klappt wirklich. Bei älteren Menschen ist es so, die denken ja mit der Zeit etwas langsamer, so ein bisschen. Macht ja nichts, ja kein Problem, aber weil die langsamer denken, kann man bei denen hier oben auf der Stirn alles mitlesen. Bei meiner Mutter auch. Bei NTV läuft das unten durch, bei meiner Mutter hier oben über die Stirn. Super. Die packt also zu Weihnachten ihr Handy aus und schon steht hier oben, verdammt, ich wollte doch keins. Und direkt danach, wie werde ich das jetzt wieder los? Das habe ich ja gelesen, ne? Und dann habe ich gesagt, Mama, ich bleibe so lange hier, bis du alles verstanden hast. Ich bringe dir alles bei. Jede Funktion, ich erkläre dir alles mit einer Engelsgeduld, so lange, bis du alles kapiert hast. Wirklich, du hast jetzt ein Handy, du bist erreichbar, ab sofort ist alles gesetzt. Und hier oben stand sofort, scheiße. Womit ich allerdings nicht gerechnet hatte, war, dass meine Mutter ab sofort wie eine wahnsinnige SMS verschicken würde. Tonnen von SMS hat die rausgehauen. 24 Stunden am Tag, als gäbe es keinen Morgen, hat die SMS verschickt. An mich. Unglaublich wichtige Nachrichten kamen bei mir an. Zum Beispiel, nachts um 2:30 kam mal die unglaublich wichtige Nachricht: Ralf, genieß die Sonne, bald kommt schlechtes Wetter. Wahrscheinlich hat sie mittags um 12 angefangen, ist dann erst fertig geworden. Einmal, da habe ich abends einen Auftritt, kurz vor 8, ich habe auf mein Handy geguckt, ich doof, hätte ich nicht machen sollen, aber ich habe drauf geguckt, meine Mutter hat mir geschrieben: Ralf, Frau Winterkorn ist tot, viel Spaß. Einmal hat sie geschrieben: Was essen wir Weihnachten? Im Mai. Also, ich hatte einfach eingetippt, was ihr so in den Kopf kam, direkt losgeschickt, wunderbar. Das war alles ganz süß. Das konnte man alles lesen, allerdings vorher, und ich hatte ihr ja alles erklärt, aber sie hat es, glaube ich, nicht so ganz verstanden. Das heißt, meine Mutter hat am Anfang SMS verschickt, naja, wie soll ich sagen, also Groß- und Kleinschreibung, Kommata-Regeln, Sonderzeichen, konnte sie alles knicken. Der Sendenknopf wurde immer direkt ein paar Mal hintereinander gedrückt, so. Zur Sicherheit. Dass da jedes Mal gesendet steht, das ist Zufall, das hat nichts zu sagen. Ich bin im Termin, was ist das? Das ist meine Mutter, die morst. Meine Mutter hat dann sehr lustige SMS verschickt. Wirklich sehr lustige SMS. Und ich möchte euch gerne mal die SMS, die ich aufbewahrt habe, möchte ich euch gerne mal zeigen. Ja? Also, die erste, glaube ich, die allererste SMS meiner Mutter, die ich bekam, war diese hier. Moment. Hier. Hallo hier, Mama. Klappt schon super. Alles echt. Genau die Fotos. Alles echt. So, nächstes Bild. Also, nächste SMS. Lieber zu firn. Jef gefirrt ist dr. Ich weiß nicht, vielleicht hat Mama gerade einen Russischkurs gemacht, ich habe keine Ahnung. So, dann hier noch eine SMS. Auch eine russische SMS. Liebe Gruß. Ist 37, war und hart, komma, das und uns. Am Wort 6 rennt und eh, besuchen K6 und Fragezeichen. Meine Mutter wusste nicht, wie man ein Fragezeichen tippt und hat deswegen Fragezeichen ausgeschrieben. Auf die Idee muss man erst mal kommen. Die Nachricht kam dann gleich ein paar Mal hinter. Huh! Kam dann gleich ein paar Mal hintereinander. Dann kam diese. Wie macht man eigentlich ein Satzzeichen? Fragezeichen. Ich finde es großartig. Ich sehe sie vor mir, wie sie tippt. Fragezeichen.
Dann passierte Folgendes, dann bekam meine Mutter ein neues Handy, auch wieder von mir. Gott sei Dank, wirklich sehr lustig. Dieses neue Handy konnte oder hatte die Funktion T9. Ja, wir haben alle dieselbe Mama. Ich habe versucht, meiner Mutter T9 zu erklären. Ich sage, Mama, T9 ist super, du bist viel schneller fertig. Das heißt, du musst ab sofort auf deinem Handy nicht mehr die ganzen Tasten einzeln drücken, bis du an die Buchstaben kommst. Nein, viel besser. Aus der Kombination der Tasten weiß dein Handy schon Bescheid. Das heißt, während du schreibst, weiß das Handy, was du schreiben willst. Und meine Mutter, die hat mir nicht geglaubt. Die hat gesagt, doch, Mama, wirklich, dein Handy weiß schon, während du tippst, welche Worte zu bilden sind, welche Worte möglich wären. Und dann schlägt es dir in einer Liste diese Worte vor. Ganz wichtig, Mama, ist, du musst jetzt aus dieser Liste das richtige Wort aussuchen. Es geht trotzdem viel schneller, wunderbar. Meine Mutter, ja, ja. Und wir alle wissen, ja, ja, es leckt mich am Arsch. Meine Mutter hat gar nichts ausgesucht. Meine Mutter hat getippt, senden weg. Aber dabei, wirklich, sind die lustigsten SMS entstanden, die man in seinem ganzen Leben bekommen kann. Ich bin felsenfest davon überzeugt. Ich möchte sie euch nicht vorenthalten. Ich habe zwei mitgebracht. Die erste SMS, T9 SMS meiner Mutter, ist diese hier. Lieber Sohn, schmilf fast du dich denn fast töt, wir regen vor an Ortes. Ich habe ungefähr 3 Wochen gebraucht, um diese SMS zu übersetzen. Das war eine harte Nuss. Lieber Sohn, schön, dass du dich gemeldet hast und wir sehen uns an Ostern. Diese Nachricht finde ich schon ganz lustig, finde ich schon sehr amüsant. Glaub mir, sie ist nichts gegen die letzte. Die letzte, ich muss das kurz vorwegnehmen, ist allerdings unter FSK 18 nicht freigegeben. Unfreiwilligerweise. Meine Mutter hat das aus Versehen gemacht, hoffe ich. Ich hoffe sehr, weil sonst wäre es ganz sicher. Meine Mutter hat also eine SMS geschrieben, die unter FSK 18 nicht freigegeben ist. Sie kam von einer ihrer Städtereisen. Meine Mutter war auf Städtereise und schickte mir dann folgende SMS. Herzliche Urlaubsgrüße aus Kondo. Wir sind in Öle Toyo. Total voll. Hier kann man Lutschen mieten. Sarah hat kein Anal mehr. Fickenkuss, Mama. Wirklich, 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 diese SMS, oh, diese SMS ist echt, wirklich. Selbst wenn ich wollte, kann ich so viele versaute Worte in einer SMS gar nicht unterbringen. Wenn ihr ein Handy habt mit T9, schreibt es nach. Wenn ihr gleich wisst, was es heißen sollte, schreibt es einfach nach. Ich schwöre euch, wenn ihr die falschen Worte oder eben nicht, je nach Betreiber, dann kommen diese Sachen dabei. Gut, 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 okay, es gibt ein paar Betreiber, die haben mittlerweile diese schlimmen Worte aus der Belegung rausgenommen, sowas wie wir oder und, aber die anderen Worte, die stimmen. Ich übersetze mal für euch. Also, herzliche Urlaubsgrüße aus London. Na klar. Wir sind in Old Town. Total toll, hier kann man Kutschen mieten. Sarah hat kein Anal mehr, wie ich finde, der beste Satz der Welt. Sarah hat kein Anal mehr heißt übersetzt und glaubt mir, kommt im Leben nicht drauf. Sarah hat kein Anal mehr heißt übersetzt, Papa hat keinen Bock mehr. Dicken Kuss, Mama. Dieses ficken Kuss übrigens ist zu einem geflügelten Ausdruck innerhalb unserer gesamten Familie geworden. Wirklich, meine Schwester und ich beschließen heute noch diverse SMS mit den Worten Fickenkurs, dein Bruder.